Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich war gerade eben beim Steuerberater. Nochmal vielen Dank für deine Arbeit, also super gemacht, vielen Dank für die Hilfe. Jetzt bin ich ein bisschen in der Wald gefahren. Ich bin ja gegenüber der Seite von Pommern. Wir haben irgendwo noch ein Grundstück, das bin ich mal am Suchen. Ich weiß auch nicht, ob ich das finde. Auf jeden Fall wieder ein Abenteuer und die Wolken sind nicht so vielversprechend. Na gut, das sieht man jetzt nicht. Der Weg kam ich von da. Aber es macht Spaß, mit Fahrrad zu fahren. Das ist was ganz anderes. Meist viel schneller an der Drehorte. Das macht auf jeden Fall viel Spaß. Ich gucke jetzt mal, ob ich da hinten runterkomme. Da seht ihr schon der Weg, Schäne geht runter. Ob wir dann da unten hinkommen, das wäre da. Und ist die Wiese. Ich weiß auch nicht, ob die uns hier hört. Irgendwo ist sie hier. Ich weiß aber nicht genau wo. Wir gehen einfach mal runter. Dann gucken wir uns das Ganze mal an. Auf jeden Fall wieder ein Abenteuer. Ich hoffe, das Wetter hält jetzt noch ein bisschen mit hier. Nochmal vielen Dank für den Support. Nochmal vielen Dank für das Abonnieren des Kanals. Macht auf jeden Fall viel Spaß. Und vielen Dank für den Support im letzten Video. Das Video kommt jetzt gleich um 18 Uhr, also etwa in einer Stunde. Ich konnte jetzt leider nicht die Endcard reinmachen, weil ich hier einen Termin hatte sozusagen. Die kommen aber dann später. Die ist jetzt auf jeden Fall drin. Und nochmal vielen Dank an Benny. Du machst eine richtig geile Aktion. Ich hoffe, ich konnte ein bisschen Werbung machen. Das ist nicht zu spät gewesen. Ich wollte dafür eigentlich ein extra Video machen, aber das hat alles zeitlich irgendwie nicht geklappt. Weil die ganze Videosteuer, ich habe jetzt die ganze Nacht geschnitten. Bis morgen, so 5, 6 Uhr mal wieder. Dann mal ein bisschen gepennt. Ich wollte eigentlich wach bleiben, aber da habe ich lieber nicht gemacht. Dann habe ich gepennt, also geschlafen. Hört sich besser an. Dann mal geschlafen und dann gehe ich mit dem Fahrrad nach Dreis. Und jetzt bin ich im Wald. Mal gucken, wo es da hingeht. Auf jeden Fall sehr nice. Ja, der Weg ist schon lang. Hier fährt man übrigens nach Kochen durch. Auch sehr nice. Ja, da geht's runter. Da hinten, das sieht man gerade nicht so gut. Da geht's runter. Ja, mein Stativ habe ich jetzt nicht dabei, also mal mit leichtem Gepäck. Aber ich denke, das kriegen wir gut hin, so Video. Geht jetzt mal da runter, da gucken wir uns dann einfach mal an, wo wir da unten rauskommen. So, ein paar Meter weiter unten, hier seht ihr übrigens einen schönen Graben. Man weiß, was das früher alles zu bedeuten hatte. Da geht er auch rüber. Und Fahrradfahrer, irgendwo kommt was. Umkommen Leute. Auf jeden Fall war hier mal früher ein Tunnel. Der wurde aber zugemacht. Ich weiß, ob man da irgendwas noch findet im Internet. Ich weiß auch gerade nicht richtig, wie er heißt. Jetzt, wenn ich ehrlich bin, habe ich mich nicht informiert. Weil das gar nicht geplant war, jetzt irgendwie darüber zu berichten, sagen wir mal so. Ich wollte zwar hinfahren, das war schon das Ziel, aber nicht darüber berichten. Wenn, dann verlinke ich einfach. Ganz einfach. Dafür haben wir doch die Infobox. Könnt ihr mal reingucken, da steht sowieso noch einiges Interessantes. Da ist der Graben. Da ein schöner Berg. Ah, schöne grüne Natur. Man wird statt im Winter vermissen, das Grüne. Gestern Abend war es schon so diesig, wo wir heimgefahren sind vom Fußballspiel. Da war alles schon dunkel und neblig und ach, ich werde es vermissen, das Grüne. Mann, Mann, Mann. Aber da müssen wir durch, da machen wir schöne Wintervideos. Mal gucken, was dann abgeht auf dem Kanal. Da hinten geht es rüber hinter mir. Da gehen wir jetzt mal weiter. Ja, da habe ich doch mal eine schöne Ecke gefunden hier. Also das ist ja fantastisch hier. Sogar ein Strand. Guckt mal da hinten. Fast. Okay, fast. Mit ein bisschen Fantasie. Also ein Strand, ein schöner Bach. Ich glaube, da ist der Wingertsgraben. Stand da eben. Der läuft hier in die Mosel.
Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich fahre jetzt heim, schneide das Video für euch zusammen. Der Rest können wir in den Kommentaren besprechen. Macht auf jeden Fall wieder Spaß. Mal sehen, wie lange ich dranhänge. Macht auf jeden Fall viel Spaß. Macht es gut, bis im nächsten Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielen Dank fürs Schreiben. Nochmal schöne Grüße an Tom, der mir auch immer fleißig schreibt und mich unterstützen will. Und die anderen natürlich, alle, die mich unterstützen hier auf dem Kanal, auf dem Weg nach oben oder wo immer es auch hingeht. Aber ich denke, wir sind auf einem guten Weg. Macht verdammt viel Spaß. Macht es gut. Vielen Dank für alles. Guckt mal ein Video mit Mobbing an. Das kam auf jeden Fall sehr gut an, wie ich gehört habe, im Stadion, überall. Hat mich sehr gefreut. Guckt auf jeden Fall rein. Leider ist das Video nicht werbefreundlich, so wie YouTube mir wieder schreibt. Also das ist traurig, aber wahr. Andere haben damit auch Probleme, größere YouTuber. Ich werde euch hier oben mal an dem i, hier oben, da tue ich euch mal was verlinken. Da könnt ihr mal reingucken. Eine sehr gute Reportage über YouTube, YouTuber. Da könnt ihr auf jeden Fall mal reingucken, wie die Arbeit hier ist, was man hier alles machen muss für den Kanal. Was man als YouTuber machen muss oder Creator, auf jeden Fall kein Influencer. Was man da machen muss, das ist, finde ich, auch nicht alles ohne. Aber es macht verdammt viel Spaß. Ihr könnt da mal reingucken. Ich werde das alles jetzt hier oben mal verlinken. Zwei Reportagen. Guckt da mal rein. Würde mich freuen. Da könnt ihr mal schreiben, was ihr davon haltet. Jetzt genieße ich das hier noch ein bisschen, dann geht's heim. Etwa 5, 6 oder 8 Kilometer. Ich weiß es nicht, war schon eine gute Tour. Und dann werde ich das Video schneiden. Vielleicht kommt nicht morgen, übermorgen. Ich brauche immer so fast 2 Tage schon dafür. Das finde ich sehr aufwendig. Aber es macht Spaß. Macht es gut. Vielen Dank nochmal für alles. Und bis bald. Schöne Grüße von der Mosel. So, jetzt hängt der Bändel auch richtig. Mann, Mann, Mann. Hängt der eben so. Ja, das ist, wenn man alles am Set selber machen muss. Gell? Naja, macht's gut. Ciao.